Wir haben keine Zeit zu verlieren. Die Herausforderungen global sind riesengroß. Die Klimakrise wartet nicht. Und der Ansatz ist, eine Verbindung herzustellen. Und die Kultur kann beitragen. Sie kann selber beitragen zur Kreislaufwirtschaft durch Produktionsweisen, Produktionsarten. Und Kultur als Stimme unserer Demokratie kann beitragen, dieses Thema Kreislaufwirtschaft, sorgsamer Umgang mit unseren Ressourcen, soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit, all diese großen Themen, vor denen wir stehen, zu übersetzen. Und das kann Kultur, Kunst und Kultur besser als viele reden. Also für mich und das BKM war es eine große Ehre und große Freude, zu unterstützen und zu fördern, zum Beispiel das Guidebook. Denn das Guidebook macht deutlich, man kann etwas tun. Es ist möglich. Und Labor Tempelhof ist so wichtig, weil immerhin zwei der wichtigsten Bands mit Tausenden von Fans, die Ärzte und die Toten Hosen, gezeigt haben, wir sind bereit dazu, zu beweisen, dass ich beitragen kann in einem großen Konzert, in einer Tournee. Und deswegen ist das Guidebook wichtig für viele, die sagen, ja, wie geht es denn? Kann ich das nachmachen? Und das Labor Tempelhof wichtig als Beweis, es hat funktioniert, es war toll und es gab keinen Aufstand, dass 70% des Caterings beim Hosenkonzert vegan war. Es gab keinen Aufstand, dafür gab es viel fair gehandeltes Bier.